Gut gewesen, aber nach der Kurve der zweite Runde gehen. Weiß blau, weiß blau gut. Jetzt in Aktion. Der Marius macht sie auch zugleich an den nächsten, aber nicht wieder Dreckstange. Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Vollgas. Da müssen die Jungs auch mitleben. Fünf Bahnhof fahren. Der Einzige, der da einen Vorteil hat, bin ich, von mir passt keiner rein. Traut sich keiner ans Mikro. Das kannst du haben. So, jetzt der Rival. Die blaue Stange leicht berührt. Hier und heute der vierte Lauf der diesjährigen norddeutschen Modellstreckenmeisterschaft. Die NMTT in Neumünster, das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren so eingebürgert. Auch da auf einer Messe, die von der BV-Messen betrieben wird. Auch da ähnlich aufgebaut, ein bisschen kleiner. Hoch im Norden haben wir dann noch etwas weniger Teilnehmer. Dann geht es weiter, der nächste Halt bei Willi im Garten in Wagterheide. Auch das hat sich eingebürgert. Dritter Lauf ist dann am ersten Sonntag im September in Hannover bei Martin und zur Messe Bremen, zum Euromodell 2014 sind wir dann wieder hier. Hier und jetzt aber erstmal der vierte Lauf der diesjährigen Meisterschaft. Zwei Kandidaten haben noch rechnerisch die Chance auf den Titel. Einmal der Gerald und zum zweiten der Nils. Gerald müsste Erster werden hier und heute und Nils dürfte nicht besser als Fünfter sein. Dann wäre Gerald Meister. Ersteres wird eng. Zweiteres, dass Nils schlechter wird als Fünfter, nö. Glaube ich nicht. Geplant, es ist nie dazu gekommen. Es sind nur zwei Einheiten dieser Schiffe 1972 gebaut worden. Beide Fahrzeuge sind immer noch im Einsatz für die Seenotretter, mittlerweile in der SAR-Schule in Neustadt in Holstein.
Siegfried Boysen, der Marschall, ist sie jetzt hier etwas mehr als einen Meter lang, denn sie wurde. Ja, aus Osnabrück hierher. Danke, dass du da bist. Dreh mal deine Runde. Mit dem Buch. Schön, so nach am dritten Messetag braucht man gar nicht mehr sagen, wie man als nächstes sehen möchte. Sie kommen einfach von selbst. Nämlich die 8,5 Meter Klasse haben wir jetzt hier von mir stehen. Zum einen an Steuerbord die Otto Beer, voraus hier die Carsten Knigge. Beides Vertreter einer sehr großen Bootsklasse der Seenot.